herzlich willkommen zu Tolle Sachen, der einzigen Werbesendung im Kika mit ihrem technischen Sachverständigen Briegel, dem Busch, und ihrer reizenden Gastgeberin Chili, dem Schaf. Und hier ist ihre zauberhafte Gastgeberin, hier ist Chili, das Schaf. Was? Das steht aber nicht im Drehbuch. Was ist denn das? Ciao bellissima! Willkommen zu der italienischen Woche in dem Kika! Azzurro! Allora! Briegel, sag mal, hast du meinen Pulli gesehen? Ich war gerade in der Garderobe und der Fummelkerl war das Einzige, was da auf meinem Platz rumlag. Das ist unser Kostüm für die italienischen Wochen. Das ist auch schon unsere Bella Motoratorina, Chili Tasse Schafe. Hallo, Chili, schau, was wir heute für eine tolle Sache haben. Briegel? Was soll der Blödsinn? Also, wir haben doch heute die Espresso-Maschine am Morgen, Mio. Und da habe ich mir gedacht, wir könnten doch einfach eine italienische Woche beim Kika machen. Das steigert bestimmt den Absatz. Momento. Hallo, ein Espresso gehört zu den Italienern, wie die deutsche Vita und gute italienische Gemütlichkeit. Bitte, Spaghetti, Pizza, Margarita, da, die Espresso-Maschine, amore mio. Naja, also, nun ja, Chili, bitte, ich versuch hier nur einfach was zu verkaufen, Chili. Also, ich meine, allora, diese Espresso-Maschine macht die beste, Chili, macht die beste Espresso von die ganze Welt. Das zeigt euch hier am besten ein Testkandidato. Sì, das mag ich. Unsere heutige Testkandidate. Kandidate heißen, ne? Ja. Sie, Bernde, das ist Brote. Ihr Belle. Egal, was jetzt auch kommt, liebe Kinder, probiert das nicht zu Hause. Auch liebe Eltern, probiert das nicht zu Hause. Egal, wer und wo, probiert das nie. Der Busch ist ein Profi-Wahnsinniger und ich sein armes Opfer. Hallo Bernde, buongiorno. Ciao, Busch. Warte, Bernde, willst du nicht erstmal unsere tolle Kaffee... Espresso-Maschine ausprobieren? Wenn du mich so nett fragst? Nein, außerdem vertrage ich keinen Kaffee. Espresso. Ich bin sogar allergisch gegen Kaffee. Espresso. Immer wenn ich Kaffee trinke... Espresso trinke. Also, wollen wir doch mal sehen, wie einfach die Handhabung von der Espresso-Maschine amore mio ist. Rucki zucki. Ist ja auch egal. Also, so. Wirklich? Immer wenn ich Kaffee trinke, passiert etwas Furchtbares. Glaubt mir, ihr wollt das nicht sehen. Prego, Espresso. Brando. Grazie. Buon appetito. Da fehlt Zucker. Mir wird plötzlich so anders. Jo! Hat dir nicht geschmeckt, oder was? Briegel? Ja? Würdest du mir einen Gefallen tun? Na si, Bella, Chili, jeder Gefallen, den du wünschtest. Gut, dann hör mit diesem albernen Akzent auf, oder ich vergiss mich! Jawohl, subito! Briegel! Okay. Danke. Wo ist Bernti? Tja, und dann war natürlich alles weiß. Aber nochmal zu meiner Idee von einer Talkshow. Also ich dachte da an Bernds Welt. Ist natürlich nur ein Arbeitstitel. Bin offen für Vorschläge. Apropos Vorschläge. Habt ihr schon mal an eine neue Kulisse gedacht? Also ich habe so einige Vorschläge. Bernd? Ja, was? Soll ich testen? Na, kein Problem. Warum starren nicht alle so an? Habe ich was im Gesicht? Hallo, liebe Zuschauer. Das ist die Espresso-Maschine und da genehmige ich mir doch gleich ein. Oh, hey, war ich das? Der gute Kaffee. Der Espresso.
Ja, genau. Aber wenn man sich hinkniet, kann man ihn noch schlürfen. Mmh, lecker. Ich glaube, der Kaffee... Der Espresso. ...ist Bernd nicht so gut bekommen. Eigentlich wollte ich ja schon immer hinter die Kulissen beim Fernsehen. Hallo? Entschuldigung, hallo? Tja, das war's dann mal wieder für tolle Sachen. Bis zum nächsten Mal. Könnte ich noch einen Kaffee haben? Ich könnte einen vertragen. Ihr könnt mich auch losbinden. Es geht mir wieder gut, ehrlich. Das vorhin war nur ein Versehen. Ein Milchkaffee vielleicht? Mokka-Böhnchen? Ci vediamo. Ciao. Naja, oder vielleicht einen ganz kleinen Espresso. Der hat wirklich gut geschmeckt, der Espresso. Hallo, Regie? Vielleicht ein Espresso für das Brot?